Einen wunderschönen guten Tag, liebe Berufsschullehrer, liebe Schüler und wer sonst noch so zuschaut. Herzlich willkommen in unserem Peter Jensen Online-Webinar. Mein Name ist Jeanette Thiemann. Ich bin Stiftungsmanagerin für die Region Sachsen-Anhalt, Ostniedersachsen und Brandenburg. Und ich freue mich wie Bolle, dass ich heute das erste Mal dieses Format einführen darf, moderieren darf. Und freue mich natürlich besonders, das auch noch bei so einem spannenden Thema wie Wärmepumpe machen zu dürfen. Genau genommen geht es heute um die Modernisierung mit Wärmepumpe. Und dafür haben wir uns wieder einen großartigen Experten eingeladen, nämlich den Olaf Leckebusch von der Firma Niebe. Und bevor es richtig losgeht, das kennen die, die schon öfter mal dabei waren, die kennen das schon, ein paar organisatorische Hinweise. Wir werden einen ungefähr 60-minütigen Vortrag hören und am Schluss haben alle die Möglichkeit, Fragen zu stellen, einfach in den Chat unten reinschreiben und am Schluss versuchen wir, alle Fragen zu beantworten, sofern es geht. Wem die Frage schon zwischendrin einfällt, kann die auch gerne schon zwischendrin in den Chat stellen. Dann gucken wir, ob wir zwischendrin schon mal drauf eingehen oder am Schluss. So, und jetzt würde ich euch bitten, um einfach die Technik schon mal auszuprobieren. Jetzt habe ich euch geduzt, ich hoffe, das ist okay für alle. Dass ihr einfach den Chat schon mal ausprobiert und reinschreibt, woher ist eure Berufsschule, wo seid ihr her und wenn ihr keine Berufsschule seid, welche Organisation seid ihr sonst? Ja, und jetzt will ich auch gar nicht viele Worte verlieren. Wir wollen uns heute der Heldin in der glänzenden Rüstung widmen. In Zeiten, wo die Energieeffizienz die oberste Priorität hat und die politischen Vorschriften sich so ändern wie Modetrends, da kommt sie daher. Unsere Superheldin gegen hohe Rechnung und die Kälte in unserem Haus. So, lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist er, unser Olaf, der jetzt den Vortrag für euch hält. Viel Spaß. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zum Webinar Wärmepumpen in der Sanierung. Mein Name ist Olaf Leckebusch. Ich arbeite bei der Niebe Systemtechnik, bin dort verantwortlich für die Teamleitung in Norddeutschland und das Key Account Management. Wir bei Niebe liefern unseren Kunden Wohlfühlklima aus der Natur, sind ungefähr 22.000 Mitarbeiter und machen so um die 4 Milliarden Euro Umsatz. Niebe spaltet sich in drei unterschiedliche Sparten. Das ist die Climate Solution, da kommen die Wärmepumpen, Lüftungsgeräte und Zubehör her. Wir haben Niebe Element. Niebe Element ist eigentlich unser Ursprung, das Backerelement. Das kennt jeder aus der Warmhalteplatte ihrer Kaffeemaschine oder der Heckscheibenheizung in ihrem Pkw. Und Niebe Stoves, das sind Kaminöfen. Wir sitzen in Deutschland im beschaulichen Celle, das ist nordöstlich von Hannover. Dort haben wir unsere Geschäftsführung, unseren Vertrieb, unsere Planung, unseren Service und natürlich auch unsere Schulung. Wir haben eine Ausbildungswerkstatt. Dort vermitteln wir Praxiswissen für die Wärmepumpe. Unseren Ursprung haben wir in Schweden, dort haben wir auch unser Werk, das ist in Markaryd. Markaryd liegt in Småland, unweit weg von IKEA. Und auch Agatha Christi, will ich schon sagen, den Kindern von Büllerbü. Nun zum Thema Wärmepumpen in der Sanierung. Wir gucken uns mal an, was muss ich bei der Bestandsaufnahme berücksichtigen? Warum brauche ich unbedingt eine Heizlastberechnung? Was ist bei der Berechnung von Wärmepumpen zu beachten? Was ist beim Wärmeverteilsystem zu beachten? Wir gehen in die Produkttechnik, Luft-Wasser-Wärmepumpen. Wir gucken uns die Aufstellung an, wir gucken uns auch mal Betriebskosten nach einem Jahr an und die Förderung. Ich habe Ihnen heute ein Gebäude mitgebracht, wo die meisten sagen, oh, da kannst du keine Wärmepumpe einbauen, dämm das, reiß das ab, mach das neu. Und wir gucken uns mal an, ob das wirklich so ist. Das ist ein Haus von 1908, 4 Personen, 190 Quadratmeter Wohnfläche. Es wurde ein bisschen was saniert, es gibt dreifach verglaste Fenster, es gibt eine Hauseingangstür, die einen U-Wert von einem Duschvorhang hat. Es gibt alte Kellerfenster, dafür ist die Geschossdecke zum Dachboden gedämmt. Und wir sehen an zwei Seiten halt auch diese riesigen Flächen von Glasbausteinen. So, das haben wir. Dann wissen wir auch, was für eine Technik verbaut war. Es war ein Gasbrennwertkessel mit 41.000 Kilowattstunden Verbrauch und Systemtemperaturen von 65, 45. Die waren eingestellt, weil es gereicht hat. Hier hat nie jemand irgendetwas berechnet. Von daher nehmen wir es als gegeben. Wenn wir jetzt sagen, gut, wir haben das Haus aufgenommen, wir haben vom Kunden die Verbräuche gekriegt, dann machen wir jetzt Folgendes. Wir schauen uns über die Energieverbräuche an, was für eine Heizlast ich ungefähr habe. Noch besser ist, wenn ich die berechne. Wir gucken uns die Systemtemperatur an, weil 65 war eingestellt, weil hat immer gereicht, warum soll man es runterdrehen, Energie ist billig. Wir müssen uns anschauen, ob die vorhandenen Heizkörper mit einer Systemtemperatur von 55 Grad
funktionieren und uns Wärme von 22 Grad ins Wohnzimmer bringen. Dafür müssen wir diese Heizkörper aufnehmen. Da kommen wir nicht drum rum. Jeder einzelne muss aufgeschrieben werden, jeder einzelne Raum. Das ist etwas, was für die meisten Handwerker in der Vergangenheit nicht notwendig war, weil ein Haus mit 150 Quadratmeter hatte 115 kW, auch wenn es nie so war. Danach muss ich die Heizkörper überprüfen. Das kann ich beispielsweise mit einem Heizkörperrechner vom Bundesverband für Wärmepumpen machen. Auf diese Internetseite komme ich noch ein bisschen häufiger. Die nennt sich wärmepumpe.de. Und es gibt auch noch einen anderen Weg, den zeige ich Ihnen gleich. Nun aber eins nach dem anderen. Bitte mal in den Chat schreiben, was meinen Sie, wie viel kW Heizlast hat dieses Haus von 1908? Meinen Sie, es ist eher 25 kW, es ist 30 kW? Früher gab es ja immer, hat man gesagt, 100 Watt pro Quadratmeter. Das trifft tatsächlich aber nur für ein Haus zu, was kein Dach und keine Fenster hat. In Wirklichkeit sieht das anders aus. Keine Reaktion? Okay, dann sage ich Ihnen. Und zwar, wir haben einmal eine Heizlastabschätzung vom BWP. Wieder Bundesverband Wärmepumpe, dort gebe ich meine Postleitzahl ein, die ist wichtig für die Norm Außentemperatur. Es kommen rein. 80 bis 100, 19 kW, 20 kW, 3000, 30.000. Ja, fast. Fast ist alles nicht ganz falsch, aber auch nicht richtig. Wenn ich das in meinen Heizlastrechner zur Abschätzung eingebe, komme ich ungefähr auf 16,8. Wenn ich das mit der bekannten Faustformel mache, die geht durch 2500, der Energieverbrauch durch 2500, das setzt sich durch die Laufzeit eines Wärmeerzeugers geteilt durch den Wirkungsgrad mal Mittwoch und dann haben wir eben 16,4 kW, ist in der Nähe. Wenn wir aber eine Heizlastberechnung machen, dann kommen wir zu dem Schluss, dass es viel weniger ist. Es sind nämlich 14 kW. Und das ist etwas, was man einfach aus der Praxis, wo man gar keinen Bezug zu hat, weil in der Vergangenheit wurden sehr selten Heizlastberechnungen gemacht in der Sanierung, weil dann so ein Kessel moduliert ja. Wenn wir uns das aber genau anschauen, dann sehen wir das, nicht nur im Einfamilienhaus, auch im Mehrfamilienhausbereich, dass die meisten Wärmeerzeuger einfach überdimensioniert sind. Wenn wir jetzt diese Heizlast haben, wir wissen, es sind 14 kW, dann gibt es von uns ein Programm, das nennt sich NIBEDIM. Dann kann ich meine Heizlast eingeben, ich gebe meinen Standort ein und dann kann ich aussuchen, welches denn die korrekte Wärmepumpe ist. Und ich habe hier mal zwei an die Wand geworfen. Das ist einmal eine für Häuser bis 12 kW und einmal eine bis 16 kW. Der Preisunterschied sind so um die 3000 Euro. Jetzt kann ich sehen, ich habe einen Deckungsgrad. Ich habe einen Deckungsgrad bei NAT. Das heißt, wie viel Energie hat meine Wärmepumpe bei minus 12 Grad? Und da sehe ich schon, okay, wenn es minus 12 Grad ist, habe ich nur noch 48% Deckungsgrad. Ob das gut ist, frage ich gleich nochmal. Was wir aber auch sehen können und wo wir die Wärmepumpen super mit vergleichen können, ist die aufgenommene Energie. Die ist in diesem Fall bei 11.000 Kilowattstunden und in diesem Fall bei unter 8.000 Kilowattstunden. Hier würde ein Heizstab ungefähr ab 1,4 Grad Außentemperatur, Entschuldigung, und hier ab minus 6,3. Welche Pumpe wählen wir aus? Die linke oder die rechte? Die 12er oder die 16er? Ich hoffe, es wählt keiner die falsche aus. Also man kann sich das so rechnen, die linke verbraucht im Jahr ungefähr 1000 Euro mehr Strom. Und die Lebenszeit einer Wärmepumpe ist um die 20 Jahre. Nochmal die Frage, lohnt es sich 3000 Euro zu sparen, ja oder nein? Hier kommt jetzt mehrfach die 16. Genau, die 16 ist korrekt. Wer die Antwort in den Chat geschrieben hat, Gratulation, ist korrekt. Gut, die Wärmepumpe haben wir. Nun gehen wir weiter. Wir haben die Heizkörper aufgenommen. Wir haben durch die Heizlastberechnung, wissen wir auch, wie viel mein Haus pro Quadratmeter an Watt benötigt bei Normaußentemperatur. Wären in dem Fall 77 Watt.
Das heißt, mit einem Wohnzimmer mit 40 Quadratmeter bräuchte ich einen Heizkörper mit 3080 Watt bei 55 Grad Vorlauftemperatur. Jetzt sieht man hier auf der linken Seite, dass wir ein Diagramm haben oder eine Liste, wo ich alles eintragen kann, und hier unten stehen 1708 Watt. Ist dieser Heizkörper für mein Wohnzimmer ausreichend? Ja, es ist eine rhetorische Frage, trotzdem würde ich mich freuen, wenn jemand was in den Chat schreibt. Gut, sind wir uns einig? Natürlich nicht. Ja. Viele Ja's. Ja, ganz genau. Natürlich reicht er nicht. So, was können wir machen, wenn wir merken, dass ein Heizkörper nicht reicht? Wir könnten beispielsweise andere Heizkörper verwenden, sogenannte Aluminiumheizkörper. Diese benötigen eine niedrigere Vorlauftemperatur. Wir können auch Heizkörper mit Ventilatorunterstützung einsetzen. Auch die benötigen eine niedrige Vorlauftemperatur. Hier ist aber bitte zu beachten, die benötigen eine Steckdose. Und ich kann mir genau vorstellen, wenn man dann als Heimwerker sagt, ach, dann setze ich da eine hin, dann nehme ich kurz die Schlitzfräse und mache da mal ein Kabel, dann endet das meistens mit einer Kernsanierung und dann kann man auch gleich die Fußbodenheizung einfräsen. Das wird in der Regel nur gemacht bei einer Kernsanierung. In der Regel reicht wirklich auch, die Heizkörper zu tauschen. Und in unserem Fall wurde das auch gemacht. An diesem Haus von 1908 mussten 4 Heizkörper getauscht werden. Und vor allem Heizkörper, diese Badheizkörper, die Handtuchheizkörper, die haben bei geringen Vorlauftemperaturen von 55 Grad, die wir bei einer Wärmepumpe haben wollen, warum, erzähle ich später auch nochmal, kaum Leistung. Die werden mein Bad in der Regel nicht auf 24 Grad, und so gibt es die Norm vor, beheizen können. Das Schöne ist, wenn man so einen Heizkörper tauscht, kann man dahinter auch endlich mal streichen, weil da ist man ja vorher jahrelang nicht dran gekommen. Und wenn man mit Energieberatern spricht, die sagen einem auch, die hydraulische Abgleiche machen, wenn man 1000 hydraulische Abgleiche macht, dann tauscht man im Schnitt ungefähr 4 Heizkörper im Bestand, um 55 Grad Vorlauftemperatur zu erreichen. Das heißt, dieses, ich muss mein Haus erstmal eindämmen und muss alles neu machen, das stimmt einfach nicht. Ja, man kann auch ein Zelt mit 55 Grad beheizen, wenn der Heizkörper groß genug ist. Dann kommen wir zu meinem Lieblingsthema, hydraulischen Abgleich. Bitte schreibt mal in den Chat 3 Gründe, warum ich diesen machen sollte. Und das kann ja alles Mögliche sein. Wir nehmen natürlich auch Quatschantworten und schreiben uns die für nächstes Mal auf. Schön wären aber zumindest 2 oder 3 richtige Antworten dazu. Weil mein Chef das gesagt hat, zählt aber auch. Heizkosten sparen. Ja, Heizkosten sparen ist super. Weniger Geräusche. Okay. Ich muss das nochmal sagen. Weniger Geräusche. Ja. Macht einfach Spaß. Ja, perfekt. Geld sparen. Ja. Kosten sparen. Ja. Richtige Wärmeverteilung. Perfekt. Die Pumpe ist kleiner. Ja. Soll überall warm werden. Achtung, Wassermengenverteilung im System. Perfekt, das ist eigentlich auch die beste Antwort. An jedem Heizkörper kommt nur so viel Energie, wie benötigt wird. Das ist der hauptsächliche Grund, aber das war auch schon vor 20 Jahren und wurde es trotzdem nicht gemacht. Ein weiterer Grund, und das ist ein absolutes Totschlagargument, ich muss es machen, sonst kriegt der Kunde keine Förderung. Und es gibt noch ein drittes Argument, wenn ich es mache, dann gebe ich meine Heizkörper ein. Und mein Programm sagt mir, Freund, den Heizkörper musst du tauschen. Ja, das heißt, ich muss das nicht alles per Hand rechnen, wenn ich einen hydraulischen Abgleich mache, meine Heizlast gemacht habe, mein Haus, meine Räume eingebe. Dann sagt mir das Programm, du musst 4 Heizkörper tauschen und dann kannst du eine Vorlauftemperatur von 54 Grad fahren. In diesem Haus, was wir jetzt von 1908, fahren wir eine Vorlauftemperatur bei minus 12 Grad von 54, eine Rücklauftemperatur von 36 Grad. Was tatsächlich nicht ganz optimal ist, weil eine Wärmepumpe lieber eine kleinere Spreizung hat. Aber das ist ausreichend, um die Räume auf 22 Grad zu beheizen. Ohne dass wir außen irgendwie Styropor oder sonstiges an die Wand dübeln. Der Elektroanschluss. Die Bilder sollte man in Erinnerung halten, so sehen die zukünftig nicht mehr aus. Die meisten werden ausgetauscht durch ein Smart Meter.
dann wird es in Zukunft auch noch ein Gateway für diese Smart Meter geben, damit der Energieversorger ihren Verbrauch sehen kann und sie den nicht mehr selber ablesen müssen. Das dauert aber noch ein bisschen. In der Regel haben wir recht viele klassische Zähler. Der Elektriker muss entscheiden, so muss ich so einen Elektroanschluss tauschen oder nicht. Es gibt auch Regionen, wo die Wärmepumpe angemeldet werden muss bei den Stadtwerken, aber das ist nicht einheitlich. Das ist von Stadtwerk zu Stadtwerk unterschiedlich und meistens reicht auch einfach eine Mitteilung. Es muss nicht beantragt werden. In unserem Fall sieht der Zählerschrank so aus. Wir haben hier den Smart Meter, ein Vorwärts- und Rückwärtszähler. Hier unten ist noch ein zusätzlicher Kasten mit einem sogenannten Stromzähler für die Wärmepumpe. Auch der ist für die BAFA, also für die Förderung, notwendig. Und dann sind noch die zusätzlichen Sicherungen drin. Es wird häufig mal gefragt, muss eine Wärmepumpe einen besonderen FI haben? Und die Frage kann ich nur für Niebe beantworten. Bei uns ist es so, nein. Es reicht der 0815 FI. Wenn wir dann bei der Bestandsaufnahme sind, müssen wir schauen, können wir alte Umwälzpumpen oder Heizkreisgruppen nutzen. Das hängt natürlich davon ab, wie alt sind die energieeffizient oder sind sie es nicht. Wir müssen schauen, dass unser Füllwasser der VDI 2035 entspricht, dass wir keinen Lufteinschluss haben. Wenn wir eine alte Fußbodenheizung haben, benötigen wir eine Systemtrennung, Luftmagnetit und Schlammabscheider, das was in der Heizungstechnik eben auch gang und gäbe ist. Wenn ich ein Zweirohrsystem habe, ist gut. Wenn ich ein Einrohrsystem habe, reiße ich das Haus besser ab, weil so richtig gut funktioniert das nie und hat es auch noch nie mit modernen Heizkesseln oder Heizsystemen. Und das Gleiche gilt für die Wärmepumpe. Da ist dann meistens angesagt, eine große Pumpe und ein Pufferspeicher und dann kriegt man das irgendwie zum Laufen. Kommen wir zu der Produkttechnik. Und da werde ich ein bisschen auch ausholen und wenn Sie Fragen haben zwischendurch, weil wir haben 60 Minuten Zeit, das ist so ein bisschen wie ein Fußballspiel in 30 Minuten durchspielen. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie in den Chat zu Kältemittel, was auch immer, ich werde Ihnen alles beantworten. Von alleine werde ich jedoch nicht auf alles eingehen können. Wir kümmern uns heute um die Monoblock-Wärmepumpe. Die Monoblock-Wärmepumpe steht außen und Monoblock heißt, alles, was den Kältekreis angeht, ist auch außerhalb des Hauses. Ich habe nach innen eben einfach nur eine bzw. zwei Leitungen, Vor- und Rücklauf und ein Kabel und innen ist nur noch meine Heizungsanlage und nichts mehr, was den Kältekreis angeht. So eine Luft-Wasser-Wärmepumpe gilt als Bauwerk. Warum, fragen Sie mich nicht. Das heißt aber, dass es unter die Landesbauordnung fällt. In Hamburg müssen wir beispielsweise 2,5 Meter von der Grundstücksgrenze des Nachbarn wegbleiben. In anderen Bundesländern sind es 3. In Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen kann ich die auf die Grundstücksgrenze stellen. Das heißt, mit diesem Thema muss ich mich auch beschäftigen. Es ist aber wirklich kein technischer Hintergrund, sondern Baurecht. Wir gucken uns heute zwei unterschiedliche Wärmepumpen an. Das sind unsere 2125-8, unsere 2125-12. Die laufen mit Propan und unsere größeren Wärmepumpen, die 2120-16 und 20, die für die Sanierung geeignet sind, noch mit klassischem Kältemittel. Auch hier schreiben wir maximale Systemtemperatur von 55 Grad. Und wir gucken uns nachher mal ein Diagramm an, wo ich Ihnen zeige, warum uns das so wichtig ist. Ja, wir schreiben ja auch rein, dass die 75 Grad können, aber kommt später. Wärmepumpen sind leise. Das kann ich pauschal so sagen, weil ich es weiß, weil ich selber eine zu Hause habe, weil wir Tausende in Deutschland verkaufen und weil die leiser sind als etwas, was mittlerweile jeder zweiten Vorgarten hat, und zwar ein Rasenmäherroboter. Weiß jemand, wie viel Dezibel ein Rasenroboter hat, mit was die angegeben sind? Wenn ja, bitte in den Chat schreiben und schon mal vorab, es sind keine 30 Dezibel, es sind auch keine 40 und auch keine 10. Als ich auf meinen geguckt habe, habe ich mich tatsächlich erschrocken. Aber ich bin auf Ihre Einschätzung gespannt. Zumal diesen Wert, den wir angeben, maximal, der bezieht sich darauf, wenn ich bei minus 12 Grad mein Ohr an meine Wärmepumpe... 60?
halte, habe ich 59 Dezibel. Okay. 60 ist absolut korrekt. Die fangen ab 60 Dezibel an und das machen die den ganzen Tag. Eine Wärmepumpe hat im Winter bei minus 12 Grad 59. In dieser Zeit sind meistens recht wenige draußen. Auch hält niemand sein Ohr dran. Und zumal es auch nur einige Stunden im Jahr sind. Hier ist jetzt die erste Frage reingekommen, Olaf. Und zwar, warum soll ich mir eine neue Wärmepumpe einbauen, wenn mein Ölkessel doch einwandfrei funktioniert? Das sagt ja niemand, dass man das machen soll. Aber wenn man langfristig denkt, dann ist es ja so, dass wir ab dem 01.01.2045 mit rein regenerativen Energien in Deutschland heizen. Das heißt, im Einfamilienhaus wird es kein Gas und kein Öl mehr geben. Wenn der Ölkessel noch funktioniert und einwandfrei ist, dann muss man den nicht tauschen. Wenn man aber doch sagt, so, ich denke über eine neue Heizung nach, ich will vielleicht auch noch was für die Umwelt tun, ich will Energie sparen, ich möchte meine Energie über eine PV-Anlage selber erzeugen, dann wäre die Wärmepumpe das richtige Gerät. Weitere Fragen? Okay. Es gibt auch zum Thema Lärm eine Verwaltungsvorschrift, die nennt sich TA Lärm und die sagt mir, wie laut eine Wärmepumpe sein darf und auch wie viel Dezibel mein Nachbar aushalten muss. Man muss sich das vorstellen, das ist ein Grenzwert, der ist ungefähr so laut wie eine große Hummel und die meisten Wärmepumpen halten das ein. Wir dürfen zum Beispiel nach TA Lärm die 21258 3,5 Meter vor einem geöffneten, einen halben Meter vor dem geöffneten Fenster unseres Nachbarn hinstellen, also ungefähr 4 Meter. Und dann dürfte er sich nicht mehr beschweren. Das ist aber im reinen Wohngebiet. Auch hier wird unterschieden. Ein reines Wohngebiet ist ein Wohngebiet, wo man über die gleiche Straße rausfährt, über die man auch reinfährt. Es gibt keine Läden, keine Supermärkte und keine Gewerbeeinheiten, also so klassischen Neubaugebiet. Und es gibt das allgemeine Wohngebiet. Und das trifft eigentlich auf die meisten Flächen zu. Und hier ist es eben so, dass die Vorschriften da wesentlich lockerer sind. Und ich kann wieder über wärmepumpe.de, über einen Schallrechner, kann ich genau angeben, was mein Nachbar zu erwarten hat und das ist dann auch rechtssicher. Und dann sehen wir das zum Beispiel, das hier ist eine recht große Wärmepumpe, eine 21-20-16, die Darstellung ist sehr klein, ich hoffe, Sie sehen es. Da würde bei minus 14 Grad bei meinem Nachbarn 49 Dezibel ankommen in 5 Meter Entfernung. In der Regel ist er ja weiter weg. Dann noch das Thema Effizienz. Wir geben ja Wärmepumpen in SCOP, COP und diesen ganzen Werten ein. Ich bringe da mal kurz Licht ins Dunkle. Ein COP ist die Leistung von, beziehungsweise der Wert von eingesetzter Energie zu, also Strom zu herausgebrachter Energie im Faktor dann 1 zu 5 zum Beispiel bei uns, aber nur zu einer Betriebsbedingung. Das ist der COP, so ein bisschen wie PS. Ich habe 300 PS bei 7200 Umdrehungen. Der SCOP, der sagt mir, wie effizient eine Wärmepumpe in einer Heizperiode ist. Das heißt, zum Beispiel hier haben wir ein SCOP von 5. Das würde bedeuten, mit einem Haus, wo wir maximal 35 Grad Vorlauftemperatur haben, haben wir ein SCOP von 5. Aus einer Kilowattstunde Strom mache ich 5 Kilowattstunden Wärme. Und bei 55 Grad Vorlauf wären es dann nur noch 3,7. Bei Wärmepumpen wird auch immer der ETA-S-Wert angegeben. Das ist der Wert, der auch wichtig ist, wenn eine Wärmepumpe BAFA-förderfähig ist. Das ist sogenannter Schwellenwert. Und das ist der COP geteilt durch den Primärenergiefaktor. Der schwankt in jedem Land. Bei uns sind es 2,5. In Österreich sind es 1,9. Muss man sich nicht merken, sondern man kann sich einfach merken, über den ETA-S-Wert kann ich auch Wärmepumpen vergleichen, wenn ich das möchte. Eine Frage. Möchtest du ein paar Fragen beantworten? Ja, total gerne. Okay, da haben wir einmal, wenn wir den Ölkessel schon hier nehmen, warum nehmen wir denn keine Fernwärme? Wäre auch eine Alternative, wenn Fernwärme liegt und wir gehen ja nachher noch mal kurz aufs Gebäudeenergiegesetz rein, dann ist das mit Sicherheit so, dass ich auch, wenn ich einen Fernwärmeanschluss habe, Fernwärme nutzen kann. Nun ist Fernwärme nicht überall gegeben und wenn man jetzt klassisch
die Hamburger Innenstadt nimmt, ja, wo ich eine dichte Bebauung habe und große Gebäude, dann ist die Wärmepumpe vielleicht auch gar nicht angebracht. Ja. Wenn ich aber sage, ich habe da Fernwärme liegen, dann ist das mit Sicherheit die richtige Energie. Bei Fernwärme habe ich auch meine eigenen Preise, jedoch nicht unter Kontrolle. Ich muss mich daran halten, was mir ein Versorger abrechnet. Und die Wärmepumpe hat den riesigen Vorteil, ich kann mit minimalem Aufwand einer kleinen PV-Anlage meinen Stromverbrauch drastisch reduzieren. Aber ansonsten ist gegen Fernwärme überhaupt nichts zu sagen, wenn das natürlich in der Straße anliegt. Nächste Frage. Warum bei den größeren Wärmepumpen kein R290? Das ist ganz einfach. Es gibt noch gar keine Komponenten, um größere Wärmepumpen zu produzieren mit R290. Es gibt verschiedene Gesetzgebungen, dazu gehört einmal die F-Gas-Verordnung, die limitiert im Grunde genommen schädliches Kältemittel und macht es teuer, sodass es künstlich verknappt wird. Und es gibt seit ungefähr 1,5 Jahren von der EU die Richtlinie, ab 2030 alles mit R290 zu machen. Wir entwickeln das, wir werden das auch rausbringen, aber es gibt zum Beispiel gar keine Kompressoren für 20 kW. Das wird sukzessive kommen und auch wir werden mit großen Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R290 an den Markt kommen. Was macht sich besser auf dem Land, also auf dem Dorf, eine Wärmepumpe oder am Ende sogar Erdwärme auf die Umwelt bezogen? Oder ist es so, wie du das jetzt immer sagst, man muss individuell schauen? Also, Erdwärme ist genauso toll wie Luft-Wasser-Wärmepumpe. Das ist einfach auch eine Preisfrage. Die Erdwärme hat einen Vorteil. Ich habe eben eine konstante Quellentemperatur. Wenn ich bohre, ist es da immer einigermaßen warm und meistens sogar im Plusgradbereich. Ich bohre aber nach der Heizleistung meines Hauses. Und ältere Häuser haben natürlich klassisch eine größere Heizleistung. Das heißt, das Bohren ist oftmals sehr teuer. Die Wärmepumpe ist dann auch wieder ein bisschen effizienter, aber es ist nicht mehr so, dass man sagen kann, man holt diesen Mehrpreis über die Lebenszeit einer Wärmepumpe raus. Dafür sind Luft-Wasser-Wärmepumpen einfach zu effizient. Und daher werden auch einfach oder klassischerweise in der Sanierung wesentlich mehr Luft-Wasser-Wärmepumpen eingesetzt, obwohl auch Erdwärme möglich ist. Weitere Fragen? Alles klar. So, dann gucken wir uns das mal an, das besagte Thema Vorlauftemperaturen. Diese Wärmepumpe kann bei plus 15 Grad 75 Grad Vorlauftemperatur machen. Die Krux ist, bei plus 15 Grad brauchen wir keine 75 Grad Vorlauftemperatur. Was die Wärmepumpe immer kann, ist eine Vorlauftemperatur von 65 Grad. Und das auch bei minus 25 Grad Außentemperatur. Danach schaltet sich die Wärmepumpe ab, weil dann wirklich keine Energie mehr in der Luft vorhanden ist. Jetzt eine Frage in die Runde. Kann ich anhand der Vorlauftemperatur auch etwas über die Leistung einer Wärmepumpe sagen? Ich bin auf die Antworten gespannt, weil klassischerweise wird das ja auch häufig verwechselt. Wir sehen auch, und das ist auch was Besonderes, wir können halt auch nur gewisse Rücklauftemperaturen. Ne? Also der Heizungsrücklauf zum Beispiel, das sehen wir hier, darf nur ein maximales Delta T haben. So, und das ist auch das, was ich vorhin sagte, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben 56, 36 ist das nicht ganz ideal, das kann die Wärmepumpe, aber eigentlich mag die das Delta T ein bisschen kleiner. Sind schon Antworten eingetroffen? Also primär höre ich hier ein Nein. Es gibt die Theorie, dass die Vorlauftemperatur die Leistung angibt und genau. Spannendes Thema. Und wenn man das mal zu Ende denkt, wenn die Vorlauftemperatur die Leistung angeben würde, dann könnten wir in einem Neubau mit 35 Grad nie einen Heizkessel auf oder ein Heizgerät auf Volllast laufen lassen. Dann müsste ich es ja größer auswählen. Und deswegen ist die Antwort ganz klar nein. Dafür gibt es ein eigenes Diagramm. Weil eine Wärmepumpe kann immer 65 oder 55, je nach Hersteller, Grad machen. Aber irgendwann reicht die Leistung nicht mehr aus. Die Folge davon ist, dass die Vorlauftemperatur im Haus absinkt, weil sie es nicht mehr schafft, das ganze Wasservolumen eben zu erwärmen. Trotzdem würde sie 65 Grad machen. Hier kommt eine sehr schlaue Antwort. Volumenstrom und Delta T müsste die Leistung ergeben, da Delta relativ konstant ist. Ja, aber die Quellentemperatur nicht. Und wenn die Quellentemperatur sinkt,
ist es eben so, dass die Leistung der Wärmepumpe sinkt. Und wir haben hier mal ein Diagramm einer Wärmepumpe. Wir sehen, ab minus 10 Grad haben wir hier bei der 12er nur noch eine Heizleistung von ungefähr 7,8 kW. Das heißt, die Heizkurve bei unseres Hauses, die läuft ja genau entgegengerichtet. Ja, umso kälter es wird, desto höher wird ja auch die Heizlast. Und sobald sich diese beiden Kurven treffen, das nennt man dann den Bivalenzpunkt, wenn die Wärme der Wärmepumpe nicht ausreicht, um eben das Haus bei minus 12 Grad zu erwärmen. Das ist meistens, wählt man das so, dass das erst ab minus 5 Grad stattfindet oder noch später. Es ist aber auch so, dass wir dieses kleine Delta von 3 kW, die uns jetzt fehlen, nur für wenige Stunden benötigen. Wenn wir jetzt sagen würden, wir machen die Wärmepumpe einfach größer, dann haben wir im Rest des Jahres das Problem, dass diese Wärmepumpe zu groß ist. Daher wählt man lieber die kleinere, die effizient ist in den meisten Stunden des Jahres und eben dann im Notfall mal für 3 Stunden der Heizstab läuft. Ich bin da vorhin ein bisschen drüber weggekommen, aber in dieser Berechnung vorhin haben wir genau gesehen bei dem alten Haus, wie viel der Heizstab läuft. Und das im Worst-Case-Szenario. Also das Fraunhofer-Institut hat unser Programm, dieses NIBE-DIM, auch getestet und hat uns auch bestätigt, dass es in Wirklichkeit besser funktioniert, als wir berechnen, weil wir wollen kein Schönrechnungstool, wir wollen ein echtes Tool haben. Und da stand dann, dass der Heizstab im kalten Winter, also da, wo wir auch mehrere Stunden minus 12 Grad haben, nur 145 Kilowattstunden Strom verbraucht. Das würde heißen, das sind um die 42 Euro, dafür kriege ich keinen Gasanschluss, dafür kriege ich keinen Schornsteinfeger, dafür kriege ich gar nichts, das nehme ich einfach in Kauf. Jetzt kommt sofort die Frage, aber schafft es die Wärmepumpe auch, wenn draußen minus 25 Grad sind? Wo kommt die Wärme her? Wenn wir draußen minus 25 Grad haben, dann sinkt ja die Leistung, das sehen wir hier auch, und dann würde die restliche Differenz kommt dann tatsächlich über den Heizstab. Der ist bei jeder Wärmepumpe mit dabei. Das heißt nicht, dass er immer auch anspringt. Die Wärmepumpe hat eine Intelligenz, die misst. Also das gilt immer nur für die NIBE-Wärmepumpen. Bei den anderen weiß ich nicht, wie es funktioniert. Wir messen die Solltemperatur und die Ist-Temperatur. Und wenn das Delta T davon zu hoch wird, also ich habe zum Beispiel mehrere Minuten einen Sollvorlauf von 40, die Wärmepumpe erreicht aber nur 30, dann würde irgendwann nach zig Minuten, und das errechnet die Wärmepumpe selber über ihre Gradminuten, der Heizstab mit dazu laufen. Und wenn es dann draußen wieder wärmer wird oder die Leistung ausreichend ist, dann geht der Heizstab auch einfach wieder aus. So. Jetzt wollte ich einmal Ihnen eine Darstellung zeigen, wie sich die Wärmepumpen und die Jahresarbeitszahlen verhalten, wenn wir eben mit höheren Temperaturen arbeiten. Wir haben ja auch ein altes Haus, 8 kW. So, bei einer Vorlauftemperatur, einer Systemtemperatur von 35 und 28 Grad ist die Jahresarbeitszahl 3,8. Wenn wir das jetzt erhöhen auf 55 Grad, sind wir schon noch bei 3,38. Wenn wir es weiter erhöhen, sind wir bei 3,3. Und wenn wir es noch weiter erhöhen, bei 3,1. Unser Anspruch ist es nicht einfach, Wärmepumpen in den Markt zu bringen. Wir wollen, dass diese effizient laufen. Und man sollte immer anpeilen, auch in der Sanierung eine Jahresarbeitszahl von mindestens 3,5 zu haben. So, wir können uns auch die weiteren technischen Daten angucken. Wir sehen, dass wir hier 230 Volt haben. Kann mir jemand sagen, ab wie viel kW wir mit 230 Volt und 16 Ampere in Deutschland nicht mehr hinkommen? Ab wann brauchen wir 400 Volt? Wir haben das Kältemittel R290. Man sieht auch, wir haben recht wenig da drin. Wir haben ein CO2-Äquivalent. Das bedeutet, wenn dieses Kältemittel freigesetzt werden sollte, was zu 99,9999% der Fälle nicht passiert, wären das 0,0024 Tonnen CO2. Und wir sehen auch, dass die Wärmepumpe sich bei minus 25 und plus 43 Grad abschaltet. Haben wir schon Antworten? Ach doch, 3,5 kW, 4 kW, ab 16 kW, man ist sich nicht einig. Also ganz einfach, 230 Volt mal 16 sind 3680 Watt,
mehr bekomme ich aus einer Steckdose nicht raus und jedes Gerät, was eine höhere Leistungsaufnahme hat, braucht eben Drehstrom. So, deswegen haben wir bei den größeren Wärmepumpen auch 400 Volt. Das muss ich einfach beim Anschluss berücksichtigen. Das sind dann die 16 und 20 kW. Auch hier sehen wir unseren Einsatzbereich und auch hier haben wir die Leistungsdiagramme. Und wenn wir das jetzt auf unser altes Haus, was wir gleich wieder uns angucken, einmal ziehen, dann haben wir uns ja die 16er Wärmepumpe ausgesucht. Wir hatten bei minus 12 Grad benötigen wir 14 kW, das sehen wir hier. Das heißt, bei minus 14 Grad würden die restlichen 3 kW von dem Heizstab kommen. Unten sieht man auch den COP-Verlauf. Da sieht man dann auch, selbst im schlechtesten Klima, ja, bei minus 25 Grad und 55 Grad Vorlauftemperatur, machen wir immer noch aus einer Kilowattstunde Strom 2 Kilowattstunden Wärme. Was noch wichtig ist, wir werden immer gefragt, Wärmepumpen verbrauchen doch so viel Strom. Und ja, tun sie. Sie laufen aber immer noch effizienter als jeder Gaskessel. Und ein Gaskessel würde eben Gas verbrauchen und eine Wärmepumpe Strom. Das Interessante ist aber, dass in der meisten Zeit des Jahres die Wärmepumpe kaum Strom zieht. Wir nehmen wieder unser Haus von 1908 mit Heizkörpern. Wir stellen uns vor, es ist Oktober, wir haben 7 Grad und Sonnenschein. Dann würde die Wärmepumpe tatsächlich nur 1 kW Stromaufnahme haben. Ja, da reicht mir fast ein Balkonkraftwerk, um diese Wärmepumpe kostenlos zu betreiben. Ja. Bist du bereit für eine Frage? Ja, sehr gerne. Ist bei 400 Volt ein Tausch der Außenleiter L2 und L1 für den Drehsinn des E-Motors schädlich? Also, wir haben keine Drehrichtung vorgegeben, weil wir eine invertergesteuerte Wärmepumpe haben und der ist es egal, wie die Drehrichtung ist. So. Wenn wir jetzt Häuser beispielsweise aus 2005 haben oder die schon neuer sind, dann muss man nicht immer zwingend große Wärmepumpen einsetzen, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Wir können ja, wenn wir ein Haus aus 2005 haben, ist das energetisch eigentlich schon top. Da kann man auch kleinere Wärmepumpen einsetzen. Die können dann eben nicht die hohe Vorlauftemperatur von 55 Grad, sondern sollten eben maximal bis 50 Grad betrieben werden. Das betrifft auch oft Häuser, wo ich unten eine Fußbodenheizung habe, oben Heizkörper. Da habe ich meist nur Systemtemperaturen von um den 40 Grad. So, auch hier können wir uns die technischen Daten angucken, aber ich denke, das habe ich eben alles erläutert. Auch diese kleinen Wärmepumpen sind super von der Effizienz, können eben nur nicht die hohen Temperaturen. Zu der Außeneinheit gehört dann natürlich immer noch eine Inneneinheit und das lösen wir klassisch mit einer sogenannten VVM. Und in dieser VVM ist alles drin, was ich benötige. Also das sieht genauso einfach aus, wie es ist. Wir stellen das Gerät nach innen, wir bringen zwei Rohre und Kabel nach außen und das war's und können dann schon mit den anderen beiden Rohren an den Heizungsverteiler gehen. Hier ist drin der Heizstab 13-stufig. Wir haben Umwälzpumpen integriert, wir haben Sicherheitsventil integriert. Das Einzige, was wir eben noch benötigen, ist ein Ausdehnungsgefäß für die Heizung. Und es ist ja auch so, aber da komme ich später drauf, wenn ich mit Heizkörpern arbeite und es besteht die Gefahr, dass jemand alle Heizkörper zudreht, dann würde ich hier hinter immer noch einen kleinen Pufferspeicher bauen. Warum, erzähle ich Ihnen später. Ja. Die Eckener Schule in Flensburg, ja. Klasse dort, hat eine Frage. Eignet sich die Kombination Photovoltaik und Wärmepumpe denn eigentlich? Und wie effizient ist am Ende diese Kombination? Also, das funktioniert, da hole ich ein bisschen weiter aus. Also, man kann das einmal intelligent vernetzen. Das heißt, unsere Wärmepumpe kann intelligent mit einigen Wechselrichtern kommunizieren und weiß genau, wie viel Strom habe ich auf dem Dach. Wie viel wird im Haushalt verbraucht? Und bevor ich etwas einspeise, würde ich dann zum Beispiel das Warmwasser wärmer machen, als ich brauche, oder meine Heizkurve erhöhen, damit ich das nicht machen muss, wenn es eben abends wird und ich keine Sonne mehr habe. Das heißt, wir arbeiten ein bisschen vor. Es gibt auch das sogenannte SG-Ready, das heißt, mein Wechselrichter sagt mir, es ist Strom da, Wärmepumpe geht an und macht was. Aber selbst wenn ich das nicht kombiniere, ist das immer, also intelligent vernetzt, Entschuldigung, es ist immer eine super Kombination, weil ein Zähler saldiert ja. Also das heißt,
Alles, was in der PV-Anlage erwirtschaftet wird, wird auf alle Verbraucher verteilt. Das heißt, ich muss den auch nicht an der richtigen Phase haben, das ist alles egal. Der Zähler saldiert und um die Frage zu beantworten, ja, es ist immer eine total gute Kombination, selbst wenn die PV-Anlage klein ist. Willst du noch mehr machen oder willst du weitermachen? Weiter. So, die VVM S320, dann haben wir natürlich auch noch die VVM 500. Hier haben wir einen 500 Liter Pufferspeicher, Warmwasser im Durchflussprinzip. Und hier hätte ich beispielsweise auch die Möglichkeit, wenn ich eine Hybridanlage bauen möchte, einen Kaminofen habe oder eine bestehende Solaranlage, die einfach mit einzubinden. Auch hier ist es genauso einfach wie hier dargestellt in der Praxis. Und zurück zu unserem Haus von 1908. Da hat das alles nicht in den Keller gepasst, deswegen wurden Einzelkomponenten genommen. Hier können wir uns auch einmal den Ablauf angucken. Wie funktioniert denn überhaupt die Hydraulik einer Wärmepumpe? Und es ist total überraschend, die funktioniert so, wie vor 50 Jahren eine Hydraulik einer Heizungsanlage auch schon funktioniert hat. Wir pumpen Wasser durch ein Haus und irgendwie müssen wir es erwärmen. Und das Pumpen übernimmt in dem Fall erstmal diese Pumpe, die geht in die Wärmepumpe rein. Auf der Seite haben wir den Kältekreis, das Kältemittel, hier ist ein Wärmetauscher. Hier haben wir das Kältemittel, hier haben wir das Heizungswasser, es wird ausgetauscht, dann wird es warm. Dann haben wir diesen Elektroheizstab, der nur bei Bedarf dazukommt und dann haben wir ein Umschaltventil. Wir machen entweder Warmwasser oder wir machen Heizung. Und danach kommen eben die Heizkreise. Und wie eben schon gesagt, wenn man das möchte, kann man das auch natürlich bivalent machen. Das trifft vor allen Dingen auf Mehrfamilienhäuser zu, wo ich eben nach Trinkwasserverordnung arbeiten muss beispielsweise. Oder wenn jemand sagt, ich kann mich von meinem alten Ölkessel nicht trennen, dann können wir den natürlich auch mit einbinden. Das würde man eben über dieses VVM 500 machen oder auch klassisch mit Einzelkomponenten. Aber in der Regel ist es so, und das sehen wir auch an diesem Beispiel, an diesem eigentlich energetisch echt schlechten Haus, dass wir oftmals gar keine Hybridanlagen brauchen, weil unsere Wärmepumpen sind dafür gemacht, in Skandinavien zu funktionieren, dann funktionieren die bei uns auch. Jetzt würde ich noch weitere Fragen entgegennehmen. Wie groß ist denn der Modulationsbereich der Niebe-Wärmepumpe? Also, der Modulationsbereich, das ist eine gute Frage. Wir können uns das, wir gehen mal zurück und dann zeige ich Ihnen das. Dann sehen Sie es. Halt, Entschuldigung. Der variiert natürlich. Das hier ist der untere Leistungsbereich. Ja, da sehen wir, natürlich ist das auch abhängig von der Außentemperatur, aber nehmen wir 0 Grad, dann moduliert diese zum Beispiel zwischen 2 und 9,5 kW. Okay, jetzt hat ja die Ecke in der Schule die Frage gestellt mit Photovoltaik und Wärmepumpe. Da haben Sie jetzt eine Folgefrage. Ja. Das Last- und Erzeugerprofil ist doch aber über das Jahr unterschiedlich. Wie kann das sein? Ja, das ist so. Also man verbraucht 27% seiner Jahresenergie im Januar. Das ist der dunkelste Monat. Und man wird auch niemals komplett autark damit sein. Aber es ist so, dass in den Übergangszeiten ich einfach einen sehr hohen Deckungsgrad auch der Wärmepumpe habe, weil die eben eine recht kleine Last hat. Aber dass ich eben eine Wärmepumpe autark mit einer PV-Anlage betreiben kann, dafür ist das Dach des klassischen Einfamilienhauses einfach zu klein. Letzte Frage. Ja. Gibt es Effizienzunterschiede zwischen Monoblock-Wärmepumpen und Split-Wärmepumpen? Ja, minimal. Und das ist auch herstellerspezifisch. Meistens sind die Monoblock ein bisschen effizienter, haben eben den Vorteil, wenn ich daran arbeite, muss ich auch nicht am Kältekreis arbeiten. Und sie sind zum Teil auch leiser. Ob es da wirklich jetzt ganz dolle Effizienzunterschiede gibt, würde ich sagen nicht. Es kommt natürlich auch auf die Ausführung der Wärmepumpe an. Ja, also wenn ich jetzt eine kleine Split-Wärmepumpe, wie sie im Neubau eingesetzt wird, mit zum Beispiel einer 21, 25, 12 vergleiche, dann sind da große Unterschiede. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe Hersteller, die haben ein Split-Gerät und einen Monoblock, die sind wahrscheinlich auch ähnlich. Willst du noch einen? Ja. Aus Quedlinburg haben wir die Frage. Ach nee, die ist aus Magdeburg die Frage. Was ist denn mit dem Kondensatablauf? Das Wasser, laut Wasserhaushaltsgesetz darf doch das nicht ins Erdreich, da dort Öl austreten kann. Wie ist das? Ich komme dazu. Ich okay. Erkläre das jetzt. Machen wir später. Alles klar. Die Aufstellung einer Luftwasserwärmepumpe.
Sobald ich mit dem Kältemittel Propan arbeite, gelten für mich gewisse Vorschriften. Weil, wenn Propan entweicht, ist es schwerer als Luft. Aber nochmal, das passiert zu 99,99% der Fälle nicht. Trotzdem muss ich Sicherheitsabstände einhalten. Die sind hier gezeigt, die gelten für alle Hersteller und unabhängig davon, wie viel Kältemittel ich verwende. Es gibt an jeder Luftwassermaschine mit dem Kältemittel Propan einen Abscheider, der dafür sorgt, sollte Kältemittel beispielsweise ins Wasser kommen, weil der Wärmetauscher undicht ist, wird er vorher eben absorbiert und ausgeschieden aus dem Heizungsnetz, sodass ich das nicht in den Heizkörpern habe. Das heißt, ich muss darauf achten, es dürfen keine Kellerschächte in der Nähe sein, keine Türen, und wenn ich diese Sicherheitsabstände einhalte, ist auch alles okay. Und in der Regel grillt man auch nicht einen Meter vor seiner Wärmepumpe, von daher ist das auch zu vernachlässigen. Zumal ich vor meiner Wärmepumpe sowieso einen gewissen Freiraum lassen muss. Kann sich jemand vorstellen, warum das so ist? Hier steht einmal zur Wartung, ja, das ist auch richtig, aber es gibt noch einen zweiten Grund. Und da frage ich Sie, ist das jemandem bewusst, warum wir davor zum Beispiel nicht parken sollten? Zudem, eine Wärmepumpe stellt man niemals, niemals unter ein Carport, davon mal ab. Weil Schall breitet sich so aus, wie er will und nicht, wie wir wollen, und das führt zu keinen guten Ergebnissen. Wenn wir eine Kaskade haben, halten wir natürlich auch ein bisschen Abstand. Das hat den Hintergrund, dass wir an die Seite müssen. Und wir brauchen hinter jeder Wärmepumpe eine Wand. Und das hat folgende Bewandtnis. Jetzt kommen die Antworten rein. Dann hören wir uns erstmal die Antworten an. Jetzt kommen die Antworten rein. Also wir haben mehrere Sachen. Ja. Einige klingen sinnvoll. Wir haben hier Staudruck, ungehinderte Luftzirkulation, damit nichts explodiert und zu laut wird, Eisbildung und wegen der Luft. Und Getränkekühlung, hatte noch jemand die Idee. Ja, sehr gute Idee, und einen Kasten Wasser kann man da auch vorstellen. Es ist ja so, dass wir hier hinten die Luft ansaugen und vorne entwärmt wieder rausbringen. Wir kühlen die so um die 5 Kelvin ungefähr ab. Jetzt haben wir da hinten ja beispielsweise 0 Grad kalte Luft und hier vorne minus 5. Und wir haben uns auch eben die Kurve angeguckt, wie sich die Effizienz verhält, wenn die Luft kälter wird. Wenn ich jetzt ein Auto davor parke, dann besteht einfach die Gefahr, dass wir die entwärmte Luft hinten wieder ansaugen, und das wollen wir natürlich nicht. Und hinter der Wärmepumpe sollte immer eine Wand stehen, das muss keine gemauerte sein, das kann auch ein OBI-Sichtschutzzaun sein oder was anderes Kreatives, wo der Wind gebrochen wird. Eine Wärmepumpe friert hier hinten ein. Und das regelmäßig. Und es ist so, dass bei uns mit einem warmen Schluck Wasser die wieder aufgetaut wird. Wenn in dieser Zeit Wind dadurch geht, dann ist es so, dass dieser Abtauprozess gestört wird. Deswegen sollte man immer gucken, dass die nicht auf einer freien Pläne irgendwo steht, an einem Feld. Und wenn ja, bitte irgendwas dahinter bauen, dass der Wind eben gebrochen wird. Weil wir haben ja auch einige Wärmepumpen auf Dächern stehen. Da gibt es dann Konstruktionen, wo man HPL-Platten oder Ähnliches dahinter stellt, dass der Wind eben gebrochen wird. So, das dazu. Jetzt gucken wir uns das Thema Kondensat an. In diesem Haus von 1908 wurde kein klassisches Fundament mit 400 Kilo Beton gegossen, weil wir auch gar nicht sagen, dass das notwendig ist. Wir sagen, es ist notwendig, dass eine Wärmepumpe 20 Jahre gerade steht und nicht irgendwie durch Erdbewegung dazu neigt, fast umzukippen, weil das wäre schädlich für den Ventilator. In dem Fall wurden hier einfach 2 Schalungssteine auf jeder Seite gesetzt, die wurden mit Beton ausgegossen und dann kamen 2 schwarze Steine drüber. So, dann gibt es das Wasserhaushaltsgesetz, das besagt, dass kein Öl ins Erdreich eindringen darf. Und bei diesen Wärmepumpen ist unter dem Verdichter eine Ölauffangwanne. Das Kondensat ist bei uns reines Wasser. Das ist anders als bei Brennwertgeräten, wo das Wasser schwefelbehaftet ist. Hier ist es so, das ist das Wasser, was hinten vom Verdampfer abtropft und eben dann abgeführt werden müssen. Aber das ist reines Wasser. Ich sollte natürlich darauf achten, wenn ich es abführe, dass es mir nicht meine Kellerwand nass macht, sondern entweder buddel ich tiefer, als das Haus ist. Ich kann es auch über ein Regenfallrohr irgendwo reinbringen. Ich kann es auch
ins Haus bringen und über den Abfluss weglaufen lassen. Aber das sind am Tag auch mal 50 Liter. Wenn ich dieses Fundament habe, dann ist es so, die Wärmepumpe wird auf einer Palette angeliefert. Wenn es so optimal ist wie hier, dann kann ich die mit 4 Mann rüberheben, die wiegt 180 Kilo. Wenn nicht, muss ich sie halt länger tragen. Dabei muss ich eben aufpassen, dass ich sie nicht zu schief stelle. Es gibt auch Anforderungen, und das sind bei uns hier 7 cm, die müssen unter der Wärmepumpe frei sein, damit wir bei einem Schneesturm, der 50 cm hoch ist, eben die Wärmepumpe noch frei haben. Das Ganze kann man so machen, wie eben gesehen, das kann man eben aber auch mit einem Fundament machen, wie klassisch hier. Ne? Hier wurde dann aus Beton 2 Streifenfundamente gegossen, wir haben in der Mitte dann wieder das Kondensatabflussrohr und das kann man machen, wie man möchte. Wichtig ist eben, dass diese Wärmepumpe gerade steht. Dann haben wir die Verrohrung der Außeneinheit. Mit wie viel Prozent muss ich Heizungsrohr dämmen, wenn ich an die frische Luft komme? Also ich kann Ihnen sagen, in Schweden sind es 19 mm. Bei uns ist es mehr. Und es ist immer so, dass das recht aufwendig ist und ich auch bei der Rohrführung berücksichtigen muss, wenn ich jetzt so ganz enge Knicke mache, dass ich am Ende diese Isolierung noch rumbekomme. Haben wir schon Antwort? Ja, viel 200% haben wir hier. 200% ist 100%. 200% ist richtig, 100% muss ich sie in die Kanäle legen. Also wenn ich sage, ich lege diese Leitung nicht außen lang, sondern ich mache zum Beispiel ein KG-Rohr, stelle die Wärmepumpe ein bisschen weiter weg, dann müsste ich im KG-Rohr eben mit 100% dämmen. Muss denn im KG-Rohr eine Begleitheizung installiert werden? Nein. Nein, machen wir nicht. Nein. Okay. Ein KG-Rohr gilt als Kanal und danach sagt die ENEF, 100% Dämmung ist ausreichend. Und ich habe ja auch noch eine Luftschicht drumherum, ne? So, dann grete ich gleich rein und frage noch eine Frage. Ist denn die Wärmepumpenmarke von Nibo eine eigene? Nibe eine eigene oder ist das wie zum Beispiel Boderus mit Bosch? Nein, also ich habe ja vorhin gezeigt, dass das Nibe recht viele Firmen hat. Wir als Nibe produzieren und entwickeln unsere Wärmepumpen auch nur für die Marke Nibe. So, und wenn wir jetzt zum Beispiel andere Firmen dazu kaufen, dann ist es so, dass die Geschäftsführung dort drin bleibt und wir einfach über einen Skaleneffekt im Einkauf einen Vorteil dadurch haben. Es ist aber nicht so, dass wir es beispielsweise wie Bosch machen, dass wir eine Marke haben mit dem gleichen Produkt. Das gibt es bei uns nicht, sondern bei uns ist das anders. Die Frage mit dem KG-Rohr und Begleitheizung, offensichtlich bezog sich das auf die Kondensatabführung. Also an der Kondensatabführung, ja, da gibt es eine Begleitheizung, die geht dann Meter beispielsweise noch rein ins KG-Rohr. Das kann man so machen, wir sehen es aber auch häufig, dass es tatsächlich einfach ins Kiesbett tropft. Da besteht aber die Gefahr, dass bei kalten Außentemperaturen dieses Kondensat hochfriert. So, weiter. Ich muss natürlich irgendwie ins Haus rein. Und das heißt, ich brauche einen großen Bohrer und viel Mut, dass ich das auch richtig treffe. Man zeichnet das vorher an und dann setze ich eben 2 Löcher, die dort reingehen. Und wir sehen auch bei diesem alten Haus, ist die Wand ziemlich dick. Ich weiß nicht, wie viel Zentimeter es sind, aber weitaus mehr als 30. Da wird dann 2-mal durchgebohrt für Vor- und Rücklauf. Und dann habe ich die Verrohrung in. Und eins ist wichtig. Und damit würde ich 95% aller Fehlerquellen erschlage ich damit auch. Wenn ich zu einer Wärmepumpe fahre, dann nehme ich niemals 22er Rohr mit, es sei denn, ich will eine Zirkulationsleitung oder ähnliches bauen. Wenn wir uns einfach angewöhnen, das mit 35er zu machen, gerade im größeren Bereich, dann kann bis 10 Meter eigentlich nichts passieren. Wenn Sie es berechnen, werden Sie auch dahin kommen, dass es vielleicht 28er ist. Wenn Sie über 10 Meter sind, sind es wahrscheinlich auch mal 42er. Aber mit 35er kann man einfach nichts falsch machen. Wenn die Wärmepumpe einfriert, dann nimmt die sicher einen großen Schluck Wasser und das ist der größtmögliche Volumenstrom. Und danach muss diese Rohrleitung dimensioniert werden. Der ist überall angegeben und Sie werden auch irgendwann sehen, wenn Sie es berechnen, in meisten Fällen ist die 35er Leitung einfach das Optimalste.
Und wir sehen das hier, wir haben einen kleinen Pufferspeicher, damit eben genug Abtauenergie vorhanden ist. Muss immer ein Pufferspeicher dabei sein? Nein. Es gibt bei uns eine sogenannte eine Mindestwasserumlaufmenge ist das falsche Wort, das ist auch ein doofes Wort, weil ein Wärmeerzeuger ohne Wasser nicht funktioniert. Bei uns gibt es eine sogenannte Wasservorlage. Das ist die kleinste Leistung mal 20. Wenn ich jetzt eine Fußbodenheizung habe, dann ist es so, dass es so träge, dann muss ich das eigentlich nicht näher berücksichtigen, es sei denn, der Kunde hat vor, alle Raumthermostate auch mal zuzudrehen. Bei Heizkörpern besteht ja immer die Gefahr, dass jemand alles zudreht. Und um diese Gefahr zu umgehen, ist es eben besser, wenn man einen Puffer hat. Auch hier ist es herstellerspezifisch anders. Wir haben eben nur eine Wasservorlage, andere haben eben eine Mindestwasserumlaufmenge. Das muss man sich je Hersteller dann auch einzeln angucken. Das ist ja bei Gasbrennwertgeräten nichts anderes. So, wenn wir dann diese 35er Leitung gelegt haben, dann dämmen wir die noch. Man sieht hier, vorher wurde sich Mühe gegeben, der Boden wurde gestrichen, die Wände, sodass das alles halbwegs vernünftig aussieht. Und wenn wir das dann alles verrohrt und gedämmt haben, dann ist das auch schon fertig. So sieht das Ganze am Ende aus und ist eigentlich wesentlich einfacher, als einen Gasbrennwertkessel einzubauen. Betriebskosten nach einem Jahr. So, wir haben 38.000 Kilowattstunden verbraucht in diesem Haus. Das heißt, wir haben einen leichten Effizienzgewinn. Das kommt einmal daher, dass die Wärmepumpe immer effizienter läuft als ein Gaskessel. Und wir haben einen hydraulischen Abgleich gemacht. Der wurde vorher mit Sicherheit nicht gemacht. Und das sind dann schon Energieeinsparungen, gerade wenn ich viel, viel verbrauche, die ich sofort merke. So, Kilowattstunden verbraucht haben wir 9.300, sind eine Jahresarbeitszahl von 4,1. Wenn wir uns die Gaskosten angucken, die haben wir auch von dem Inhaber bekommen. Die waren vorher bei 14 Cent, das waren 5.740 Euro, wenn Sie das mal überlegt, fürs Heizen von einem Haus. Und jetzt sind es immer noch 3.720 Euro. Dazu hat er noch was Gutes für die Umwelt getan. Ja, der CO2-Ausstoß ist natürlich stark verringert. Das ist immer so bei einer Wärmepumpe, auch wenn wir mit den Strom nicht total klimaneutral erzeugen und den berechnen müssen, ist es immer noch wesentlich besser als mit einer Ölheizung. Zudem, und das Thema hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, ist es so, dass die PV-Anlagen, wenn ich eine Wärmepumpe habe und egal wie groß diese ist, immer meine Energiekosten senken. Kommen wir zum GEG und der Förderung. Das ist alles noch recht unverbindlich. Die GEG ist beschlossen. Das heißt, ab dem 1. Januar 2024 muss in Neubaugebieten beispielsweise eine regenerative Heizung mit 65% eingebaut werden. Das ist jetzt nicht so ganz neu. Im Neubau hat man, glaube ich, schon zu 80% im Einfamilienhausbereich Wärmepumpen. Was eben neu ist und was anders ist zum ersten Gesetzentwurf, es muss erst mal ein Wärmekonzept für die jeweilige Stadt erstellt werden. Und das macht auch absolut Sinn und ist auch richtig, dass man das so macht. Und dann gibt es auch wieder Ausnahmen, aber ich denke, das GEG ist soweit alles soweit erstmal verständlich. Kleinere Städte haben bis 2028 Zeit, eine kommunale Wärmeplanung durchzuführen, die anderen bis 2028 und ab dann sind 65% regenerativ Pflicht. Es ist aber nicht so, wie es die ein oder andere Zeitung erfunden hat, dass es jemals einen Gedanken daran gab, bestehende Heizkessel durch Wärmepumpen zu ersetzen, sondern es hat schon immer nur den Austausch betroffen und niemals bestehende Wärmeerzeuger, die noch funktionieren. Dann würde ich Ihnen gerne die neue Förderung zeigen, aber die ist noch nicht beschlossen. Aber grundsätzlich geht es in diese Richtung. Es wird zukünftig 30% für die geben, die sich gegen den Gaskessel oder austauschen. Es wird bis zu 50% geben für die, die ihren Ölkessel austauschen. Und es wird auch ganz viel Förderung geben für Leute, die weniger verdienen, unter 40.000 Euro. Und dann fragt man sich, sind das denn so viele? Ja, das betrifft nämlich so gut wie alle Rentner. Und das ist auch richtig so, dass es für diese Leute mehr Förderung gibt. Man hat zwar die maximale Fördersumme ein bisschen reduziert, aber grundsätzlich bis zu einer Summe von ungefähr 36.000 Euro, was
eigentlich selten überschritten wird, ist es so, dass ich mit der neuen Förderung besser fahre als mit der alten. So, ich bin durch mit meinem Vortrag. Ich danke fürs Zuhören. Sind da noch Fragen im Chat? Wie lange dauert es noch, bis Wärmepumpen... Ach, ich darf wieder ins Bild. Na, dann komme ich doch wieder rein. So, da bin ich wieder. Mensch, war das aufregend. Danke erstmal an dich, Olaf. Du hast ja so interaktiv hier mit den Schülern, Lehrerinnen und Lehrern gearbeitet. Das war ja richtig fluffig. Es sind noch Fragen da. Erstmal danke für die Aktivität. Das macht richtig Spaß so. Und wir waren zu Hochzeiten über 50 aktive Leute im Chat und im Stream. Mega, freue ich mich richtig. Funktioniert offensichtlich. So, jetzt noch die Fragen, die noch übrig sind. Und schreibt gerne ruhig weiter. Wir haben noch ein paar Minuten. Da haben wir zum einen wieder von der Schule in Flensburg. Wie lange dauert es noch, bis Wärmepumpen mit einem optimierten Kreiprozess, bessere COP-JAZ-Zahlen durch, oh meine Güte, Einspritzung in Verdichter und so weiter, auf den Markt kommen? Also wir haben ja tatsächlich die Einspritzung beispielsweise im Kältekreis eine zusätzliche, bei der 21, 20 und 16. Es wird immer weiter geforscht an den Wärmepumpen, damit hört man auch nicht auf. Und ich bin mir sicher, dass wir über die nächsten Jahre auch immer effizientere Wärmepumpen bekommen. Es ist aber so, dass wir mit der Effizienz, die wir heute haben, ja schon sehr, sehr weit sind. Wir machen aus einer Kilowattstunde Strom eben 5 Kilowattstunden Wärme, tatsächlich mit Erdwärme auch fast 6. Das ist ja schon sehr effizient. Es wird aber weiterentwickelt. Und umso mehr Wärmepumpen verkauft werden, desto mehr fließt auch in die Entwicklung. Ja, dann haben wir eine Frage, die scheint wichtig zu sein, weil die wiederholt wurde. Und zwar, wie ist das denn mit der Verlegung der Heizungsrohre im Erdreich? Also, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wenn ich meine Heizungsrohre im Erdreich verlege. Entweder nehme ich ein KG-Rohr, bringe dann zum Beispiel Edelstahl-Wellrohr dadurch, fertig isoliertes. Das wird aber nur bis zu einer bestimmten Länge gehen, weil dann wird es schwierig, dieses Rohr dazu durchzubekommen. Oder ich nehme eben fertig ummanteltes, erdverlegbares Rohr. Und das sind dann meistens sogar 4 Rohre, das heißt 2 für Kabel, 2 eben für Vor- und Rücklauf. Und damit kann ich die Wärmepumpen auch anschließen. Ganz wichtige Frage hier noch. Erklär mal bitte, Olaf, wie die Heizkennlinie basierend auf die Rücklauftemperatur eingestellt wird. Gar nicht. Das war einfach. Also das wird ja über den hydraulischen Abgleich gemacht. Die Heizkennlinie im Wärmeerzeuger gebe ich ja immer nur die Vorlauftemperatur ein und keine Rücklauftemperatur. So, der Robin möchte gerne gegrüßt werden. Du hast super mitgemacht, Robin, ganz toll. Haben wir noch weitere Fragen? Ach, hier kam die Frage. Natürlich stellen wir das Webinar wieder online auf YouTube. In der folgenden Mail findet ihr wahrscheinlich auch den Link. Wir fassen ja alles nochmal zusammen. Ihr kriegt das Handout per Mail zugeschickt, wie ihr das kennt. Oder für alle Neuen, wir schicken im Nachgang nochmal eine Mail. Und ansonsten gibt es ja den YouTube-Kanal der Peter-Jensen-Stiftung. Da findet ihr auch die Webinare, die wir bisher schon aufgezeichnet haben. Da könnt ihr also nochmal euer Wissen auffrischen. Genau, gibt es noch Fragen? Ja. So, also es bedanken sich ganz viele Leute bei dir. Du hast das großartig gemacht, finde ich. Das war eine echt schöne Runde. Dann würde ich sagen, mache ich mal hier noch meinen Abschluss. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Alles Gute. Danke, Olaf. Großartig. Das hat richtig Freude gemacht, ne? So, und ich hoffe, dass jetzt noch nicht gleich alle gehen, weil ich möchte auch noch ein paar Sachen erzählen. So, zum einen, dass ihr diese Mail bekommt, das habe ich abgehakt. Zum anderen werden die Berufsschullehrer unter euch die ein oder anderen von uns schon mal gebeten worden sein, unsere Umfragen auszufüllen. Da bekommt ihr so einen QR-Code, den scannt ihr ab mit eurem Telefon und dann fragen wir euch ein paar Fragen, die sind so 10, 15 Minuten braucht man dafür, weil wir wieder einen neuen Umfragereport rausbringen wollen. Ihr kennt den schon vom letzten Jahr, da hatten wir über 800 Azubis gefragt, wie es ihnen mit ihrer Ausbildung geht, was wir verändern können, um das Leben des Auszubildenden zu erleichtern und die Ausbildung erfolgreicher zu machen. Das Gleiche machen wir jetzt mit den Lehrkräften an den Berufsschulen. Wir sind eine Stiftung. Wir wollen euch dabei unterstützen, eure Lehrtätigkeit, eure Ausbildung so gut wie möglich zu machen. Dafür müssen wir aber wissen, was ihr braucht und wie die Bedingungen in eurer Berufsschule sind. Wir können das nicht wissen, ihr seid die Experten. Also füllt diese Umfrage aus, dann können wir das auswerten, für uns Maßnahmen ableiten und vor allen Dingen wieder einen Umfragereport erstellen, der uns hilft, auch Lobbyarbeit für euch zu machen. Also darum bitte ich euch. Das nächste, was ich euch erzählen möchte, ist,
dass wir ein neues Format gestartet haben. Das ist das SHK Girls Camp. Ich habe gesehen im Chat, da waren jetzt wieder, ich würde sagen, gar keine Mädchen dabei. So, und wir haben so im Schnitt ein Mädchen pro Klasse. In manchen Berufsschulen haben wir seit 20 Jahren keine Mädchen mehr in SHK-Klassen. Das heißt, liebe Lehrkräfte, liebe Mitschüler, Mitschülerinnen, wenn ihr ein Mädchen in der Klasse habt, weist sie darauf hin, euren Berufsschullehrer zu fragen nach dem SHK Girls Camp oder schreibt uns eine E-Mail. Es gibt noch einige Restplätze für diese 2 Tage, nur für weibliche Auszubildende in Hamburg. Wir wollen ein bisschen uns gegenseitig motivieren, Strategien entwickeln, Karriereoptionen ausloten etc. Das ist wichtig, mein Herzensprojekt. Danke für eure Unterstützung dafür. Und dann wollte ich gerne noch ganz kurz darüber berichten, was wir seit Anbeginn der Stiftung forcieren. Das ist unser Nachhilfekurs Fordern und Fördern. Das ist ein Nachhilfekurs für Schüler, die ein bisschen Herausforderungen haben, gerade die Prüfungen zu schaffen, sowohl die GP1 als auch die Abschlussprüfung. Aber auch die Schüler, die vielleicht vorhaben, die Ausbildung ein bisschen schneller zu schaffen, also vielleicht in 3 Jahren zu knacken oder besonders ehrgeizig und fleißig sind. Für all jene bieten wir in Kooperation mit den Innungen und den Berufsschulen ein Nachhilfekurs an Fordern und Fördern. Dafür haben wir jetzt, um euch alle darüber zu informieren, einen Film produzieren lassen. Und was macht man nicht lieber, als am Freitagmittag, so kurz vorm Wochenende, nochmal ein schönes Filmchen schauen. Das heißt, ich würde euch bitten, euch einfach jetzt nochmal 10 Minuten Zeit zu nehmen, dieses Video anzuschauen. Und wenn ihr als Berufsschule oder als Innung oder irgendwie Interesse daran habt, dass wir in eurer Region so einen Nachhilfekurs installieren sollen, die Peter-Jensen-Stiftung geht wieder in die Finanzierung dort natürlich rein, dann meldet euch bei uns. Wir würden uns freuen. Wir wollen eben die Ausbildung so gut wie möglich für uns alle machen. Ja, und dann danke ich euch allen auf jeden Fall an dieser Stelle für dieses wunderbare Webinar. Mir hat sehr viel Freude gemacht. Ich war aufgeregt wie Bolle, aber war gar nicht nötig. Und dann viel Spaß beim Film und anschließend, wir sehen uns dann nicht mehr, ein wunderbares Wochenende. Macht's gut, bis zum nächsten Webinar. Auf Wiedersehen. Wir sind heute im Bereich Fördern, das heißt, hier sind Auszubildende vom 1. bis zum 4. Lehrjahr, die Probleme haben, dem Berufsschulunterricht vor allem zu folgen. Generell ist das Projekt Fördern und Fordern ja dazu gedacht, dass wir die Schüler abholen und einfach unterstützend im Ausbildungsalltag halt begleiten. Da haben wir dann engagierte Lehrer der Berufsschule sowie Gesellen, die den Unterricht unterstützen, um möglichst dann dafür zu sorgen, dass die Azubis ihre Prüfung bestmöglich bestehen. Was wir an der Stiftung machen, ist halt letztendlich finanzieren wir das Programm, den Kurs. Das ist ein ganz maßgebender Teil. Also wir finanzieren die Lehrer. Den Rest übernimmt die Innung. Damit die Jungen und Mädchen optimal auf die Prüfung vorbereitet werden können, damit sie die Prüfung schaffen. Das ist das oberste Ziel, den Fachkräftemangel entgegenwirken. Es geht um diese Leitung. Diese Leitung hat so eine bestimmte Einsatzgrenze, das ist nicht überschreiten. Und dazu gehört halt auch dieses Programm Fördern und Fordern, dass wir die halt in diesem Beruf halten und motivieren. Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Stoffmenge, in diesem Fall im Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker SHK natürlich sehr groß ist und komplex. Aber in erster Linie funktioniert Schule leider nicht so, wie Schule funktionieren sollte. Da kämpfen wir auch in Erinnerung sehr massiv drum, da Verbesserungen zu erzielen. Aber bis das soweit ist, müssen wir uns was einfallen lassen. Und das ist jetzt hier ein Weg, um Verbesserungen zu erzielen. Ich denke mal nicht, dass wir uns das leisten können, Lehrlinge durchzuschieben mit 50% Durchschnitt. Die Hauptunterstützung, die wir am Anfang gesucht haben, war natürlich auch eine finanzielle Unterstützung. Und da war die Peter-Jensen-Stiftung natürlich, na klar, so ein tolles Projekt, das machen wir mit. Das hat Maßgabe, dass wir jetzt letztendlich in jedem Innungskreis so eine Nachhilfe anbieten können. Ne? Aber im Nachhinein hat sich da mehr draus entwickelt, weil gerade auch Martin Jensen
sich sehr viele Gedanken darüber macht. Ne? Jetzt liegt die GP1 und dann kurz danach die GP2, Gesellenprüfung Teil 2 und 1 an. Und dann ist hier natürlich schon richtig was los. Ne? Wir haben unsere Bücher, die wir da zur Verfügung stellen, also Prüfungsbücher, Wörterbücher, die es da gibt, dann auch Teil 1 und Teil 2 des Anlagenmechanikers, ich nenne es immer Lexikon. Das sind die zwei Nachschlagewerke, die wir da auch bei diesem Kurs zur Verfügung stellen, wo die Lehrkräfte letztendlich auch darauf zugreifen können. Das sind Prüfungsvorbereitungen unterlagen, die gehen quer durch die ganzen Lernfelder von 1 bis 15, schwerpunktmäßig für GP1 und GP2. Also die Bücher der Stiftung sind wunderbar, es ist sehr gut erklärt, wird auch sehr gut angenommen von den Auszubildenden. Und auch vom Inhalt her ist das schon kurz und prägnant auf dem Thema ausgerichtet, was wir betrachten wollen. Die Bücher, die angeboten werden, sind sehr hilfreich, weil es eben auch Lehrbücher sind, die aus der Praxis, aus der Berufsschule entstanden sind und jetzt sehr, sehr stark auf die Bedürfnisse der Auszubildenden ausgerichtet sind. Es entwickelt sich alles, nicht? Und das ist sinnvoll, richtig und notwendig. Bloß nur die Fragen zu beantworten, ist eine Sache. Das Entscheidende ist immer, sozusagen, ob jemand das verstanden hat. Die Zusammenhänge dann zwischen Praxis und Theorie dann entsprechend zu visualisieren und darzustellen, das ist eine große Herausforderung für unsere Auszubildenden. Und das versuchen wir hier dann noch einmal in etwas kleineren Gruppen dann auch nochmal zu vertiefen. Die dann ein Thema für sich auswählen und dann vertiefen wir das Thema anhand von Aufgaben oder auch kleinen Lerneinheiten, wo wir dann etwas weiter ausholen. Dann kommen natürlich immer sehr viele Fragen individuell. Ne? 10 Leute und 12 Fragen, und da kann man nicht gleichzeitig, da muss man nacheinander abarbeiten. Aber es geht. Ja, und das ist auch so der Gedanke hinter, dass halt wirklich jeder Schüler mit seinen Fragen halt kommen kann, die er hat, die sich so im Alltag stellen. Dazu ist ja der Nachhilfeunterricht auch da. Die Leute, die hierher kommen zu dem Unterricht, die haben richtig Lust drauf. Es ist ein freiwilliger Unterricht, es muss keiner kommen. Wir zwingen keinen, wir können keinen zwingen, die kommen freiwillig her. Und dann hat man am Ende nicht mehr 30, 35, 40% durchgefallene, sondern ist dann vielleicht mal da, wo wir mal hinwollen, dass wir irgendwo 10-15% nur dabei haben. Diese Entwicklung, die da sind, motivieren natürlich auch die Betriebe, weil wenn sich da nichts verändert, frustriert das die Betriebe auch. Wenn sie frustriert sind, sind sie an der einen oder anderen Stelle sogar geneigt zu sagen, naja, wir schrauben die Ausbildungsbereitschaft eigentlich einmal ein bisschen zurück. Aber wir werden in Zukunft ja Fachkräfte brauchen. Ja, wir haben ja es mit verschiedenen Menschentypen zu tun. Auf der einen Seite natürlich die Zugewanderten, die generell Probleme haben, unsere Sprache dann auch für sich selber zu übersetzen. Da muss man natürlich auch Verständnisprobleme klären. Wenn Sätze vorgelesen werden, Aufgabenstellung, dann merkt man, bestimmte Worte kennen die gar nicht, verstehen sie nicht. Wenn der Zusammenhang einer Fragestellung nicht verstanden ist, kann ich keine Antwort geben. Die Themen und die Fragen in den Prüfungen sind teilweise so komplex gestellt, dass es die selbst Deutsche manchmal schwierig wird. Das Defizit bei vielen, glaube ich, oder was unterschätzt wird, ist Mathe. Und es wird hier viel Matheunterricht gemacht, gerade mit Formeln, Tabellen. Es gibt das Tabellenbuch und das Tabellenbuch liegt da immer und die bekommen dann halt von den Lehrern die richtigen Wege zur Lösung aufgezeigt. Die Strebsamkeit ist, glaube ich, von einem mit Migrationshintergrund größer. Er möchte unbedingt arbeiten. Wir versuchen auch, die geflüchteten Ukrainer in unterschiedlichen Ebenen einzugliedern und so weiter. Da stellen wir auch fest, dass Sprache das A und O ist. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Auszubildenden selber formulieren in Deutsch und korrigieren das dann auch. Weil natürlich einerseits im Kundenkontakt das wichtig ist, dass sie Deutsch sprechen. Andererseits das Lesen bedeutet auch, dass in der Prüfung sie angewiesen sind, die Aufgaben zu verstehen. Man muss sich immer überlegen, die von Syrien oder wo die herkommen oder Ghana, wir haben ja aus allen Herren Länder,
Die müssen es aufnehmen, in Deutsch lesen, aufnehmen, in ihre Sprache umwandeln, dann die Antwort formulieren, gedanklich in ihre Sprache, dann wieder zurück umwandeln in die deutsche Sprache und dann müssen sie sich auch artikulieren. Es sind schwierige Aufgaben, wenn die noch nicht so lange hier sind. Das ist eine große Schwierigkeit in den Prüfungen, die wir auch feststellen, weil da oft die Aufgaben als Schachtelsätze formuliert sind. Das heißt, es ist schwierig, hier überhaupt das, was gegeben ist und gesucht ist, dann erstmal auseinanderklamüsern. Und gerade für Nicht-Muttersprachler ist das ein Problem. Aber wir arbeiten dran und das ist, macht auch eine Menge Spaß und die Leute kommen hier auch gerne her, Gott sei Dank, das ist auch wichtig. Da gibt es ja auch immer Peter Jensen dieses Fachbuch zum Thema Fachbegriffe und so weiter. Und das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr wichtige Grundlage, um da mit Jugendlichen weiterzukommen, die eben diese Sprachdefizite haben. Wir haben ja zwei Stiftungsbücher, die also Wörterbücher, die explizit auf die Fachthemen eingehen. Ne? Also es ist halt so eine Sicherheitsgruppe, wird da erklärt in Arabisch als Beispiel, ne? Und dann also Arabisch-Deutsch. Da können die halt wirklich bebildert nachschauen und letztendlich Vokabeltraining machen, ne? Wenn man es so will. Das unterstützt auf jeden Fall. Ja, das Lerntool, ja. Das Lerntool ist eine Oberfläche. Die meisten kennen ja vielleicht diese Online-Führerschein-Tools. Sehr ähnlich. Ist ein nettes Tool, weil man das halt von unterwegs machen kann. Und den Lernfortschritt kann auch ein Ausbilder kontrollieren. Also es gibt dann für eine Ausbilderlizenz nochmal extra für den Betrieb. Also ich finde es super, dass es sowas gibt, weil man muss keine Bücher wälzen, das kontrollieren. Die App sagt gleich, ob es richtig oder falsch ist und der Ausbilder muss sich auch keinen großen Stress machen. Der sieht genau, wie viel Prozent der Auszubildende richtig und falsch hat und wo man nochmal ansetzen muss. Also einige können das bestimmt auch so, aber ich denke, für die meisten ist es hilfreich, wenn man auch nochmal so ein bisschen was nachzuarbeiten hat oder ein bisschen was Input bekommt, kurz bevor die Prüfung halt ist. Alles, was da ist, ist da. Wir haben dann natürlich auch Leute, die Schwierigkeiten haben, auch Texte zu erfassen. Die lesen einen Text und verstehen den nicht. Und das ist ein Manko, was eben halt im Betriebsalltag oder in der Berufsschule nicht mehr aufgefangen werden kann. Dafür reicht die Zeit nicht. Und deswegen sind diejenigen dann, wenn sie denn das für sich selber erkannt haben, wenn sie dann hierher kommen, dann auch in der Lage, dann das in kleinerer Runde zu bearbeiten und zu beheben, dieses Problem. Es ist sowohl Vorbereitung als auch sozusagen auch ein bisschen was zum Nachholen, weil uns ein bisschen was an Schulstoff verloren ging, weil einige Lehrer abgesprungen sind oder vor allem ein Lehrer für zwei, vier Themengebiete und wie die deshalb nicht so richtig machen konnten. Eine meinte ja auch zum Beispiel, das Kontinuitätsgesetz hatten wir noch überhaupt nicht dran, ist aber prüfungsrelevant, weil uns halt der Lehrer fehlte und die nicht dazu kamen, das nachzuholen. Ja, aber die Möglichkeit ist da und wir freuen uns persönlich, dass die Möglichkeit angenommen wird und dass sie erkannt wird und dass sie als wichtig angenommen wird. Das ist für uns entscheidend. In dem Rahmen, wie das Fördern und Fordern mit allen Mitteln heute läuft, ist es nur mit der Jensen-Stiftung zu wuppen. Durch die Peter-Jensen-Stiftung ist das Ganze ja mit uns überhaupt erst in Gang gekommen. Wir haben uns auch gesagt, schaffen wir das mit unserem Haushalt, denn wir versuchen natürlich auch immer, die Kosten so gering wie möglich zu halten. Und dass wir dann mit der Peter-Jensen-Stiftung natürlich jemanden gefunden haben, mit dem wir uns die Kosten teilen und auch noch Ideen dazu bekommen, Entwicklung dazu bekommen. Es gilt ja der Grundsatz, bei uns zählt nicht, wo du herkommst, sondern wo du hin willst. Aber dazu musst du natürlich auch dem Einzelnen die Möglichkeit geben. Und die sind manchmal verbaut. Und durch solche Aktivitäten, Initiativen wie von der Peter-Jensen-Stiftung werden wir in eine andere Situation gebracht. Wir können den Jugendlichen die Möglichkeit geben, eben etwas für die Bildung zu tun, sich weiterzuentwickeln. Und da sollten wir nicht scheuen. Da würde ich mir auch mehr Unterstützung wünschen, mehr Erkenntnis, dass solche Programme, die wir begleiten und letztendlich auch oft kostenlos zur Verfügung stellen, dass die halt genutzt werden und auch verstanden werden, dass es notwendig ist. Wir brauchen die Leute, die den Scheiß an die Wand schrauben und wir müssen sie dabei unterstützen, das ist einfach. Ne? Und wir können uns nicht zu Hause hinsetzen und rumklagen und nee, und ich finde keinen und auch und dies nicht. Und es wird. Meistens sind es ja auch die Betriebe, die rumheulen, die nicht ausbilden. Aber wie gesagt, einfach beigehen, einfach machen, man kann nichts verkehrt machen, nichts machen, das ist verkehrt.